Das hat aber im Umkehrschluss bedeutet, dass ältere Kreditnehmer, deren Lebenserwartung vielleicht keine 20 Jahre mehr sind oder 25 oder 30 Jahre, es viel, viel schwerer haben, bis hin zu überhaupt keine Chance mehr haben, einen Kredit zu bekommen. Ja, herzlich willkommen hier bei Rette dein Geld heute bei Avados, bei dem Partner, dem ich vertraue, bei der Barbara Lohn. Servus Babsi, grüß dich. Hallo Matthias. Heute geht es um ein wichtiges Thema, nämlich um Kredite im Alter. Und da hat sich gesetzlich einiges getan. Seit 1.5. in Österreich ist es möglich, dass auch ältere Personen an Kredite oder leichter an Kredite kommen, weil eine Umfrage hat ergeben, 39% der Pensionisten wollen sich mit einem Kredit sozusagen ihr Haus sozusagen auf Sanierung, jetzt erneuerbare Energie, Photovoltaik, thermische Sanierung etc. machen. Und da gibt es aber einiges zu beachten. Liebe Babsi, jetzt, wenn ich da sage, wo ist da der Haken oder was kannst du uns zu diesen neuen gesetzlichen Dingen sagen? Ja, wie du schon vorweggenommen hast, seit 1.5. gibt es ein neues Gesetz, das in Kraft getreten ist, beziehungsweise ist kein neues Gesetz, sondern ist eine Abänderung eines bestehenden, und zwar der Paragraph 9 Absatz 5 vom Immobilienkreditgesetz, Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz, um genau zu sein. Da ging es darum, dass ein Kredit von einer Bank nur dann vergeben werden darf, wenn der Kreditvertrag erfüllt werden kann. Das bedeutet, derjenige, der den Kredit nimmt, muss den Kredit aller Wahrscheinlichkeit nach auch bedienen bzw. ausbezahlen können. Das hat aber im Umkehrschluss bedeutet, dass ältere Kreditnehmer, deren Lebenserwartung vielleicht keine 20 Jahre mehr sind oder 25 oder 30 Jahre, es viel, viel schwerer haben, bis hin zu überhaupt keine Chance mehr haben, einen Kredit zu bekommen. Und die Abänderung des Gesetzes soll dazu führen, dass diese Kundenschicht nicht diskriminiert wird, sprich, dass die auch noch Möglichkeiten haben, zu Immobilienkrediten zu kommen. So. Nochmals, Praxisfall. Ein 65-Jähriger ist vor dem 1.5. zu seiner Bank gekommen, möchte sich sein Haus sozusagen sanieren, braucht 100.000 Euro. Die Bank hat gesagt, ich gebe dir den Kredit nicht, weil auf 20 Jahre kann ich den nicht finanzieren, wegen deiner Lebenserwartung etc. Und sie scheut das Risiko. Jetzt sagst du, ist es anders, sondern nicht der Kreditnehmer ist sozusagen bis zur Restlaufzeit für diesen Kredit sozusagen zuständig, sondern es geht um die Bewertung der jeweiligen Sicherheit. Richtig, das ist eine Voraussetzung, dass es ausreichende Sicherheiten gibt. Also so lautet die Definition laut Gesetz. Und natürlich wird jede Bank dafür wieder ihre eigene Auslegung finden. Sprich, jede Bank wird sich vorbehalten zu sagen, was ist eine ausreichende Sicherheit. Dementsprechend sind wir auch froh, dass wir weiterhin den Zugang zu sehr vielen Instituten haben, da wir da sehr große Unterschiede wahrnehmen. Im ersten Schritt wird die Bank die Immobilie bewerten und dann wird sie sagen, okay, dadurch, dass du schon ein gewisses Alter erreicht hast oder es wahrscheinlich ist, dass du während der Kreditlaufzeit ablebst, gebe ich dir 80% maximal des Immobilienwerts. Und dann gibt es andere Institute, die sagen maximal 60%, maximal 50%. Das kommt dann auf das jeweilige Institut an und wie sie dieses Thema im Haus geregelt haben. Ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, der Haken an der ganzen Sache ist die individuelle Betrachtung der Bank zum Thema Sicherheit. Richtig. Ja? Weil jede Bank hat andere Bewertungsgrundlagen, andere Bewertungsmechanismen, wenn ich das so sagen darf, der jeweiligen Sicherheit, in der natürlich der Kreditnehmer weiterhin auch wohnen kann. Ich habe als Beispiel vielleicht kurz gerade eine Kundin begleitet, die eine Finanzierung benötigt, die schon über 65 Jahre alt ist. Und es ging darum, wie viel kann sie überhaupt bekommen aufgrund des Wertes ihrer Immobilie. Und ich selbst habe da eine Bewertung durchgeführt, einfach an, auch wir haben da Zugriff Gott sei Dank auf Programme und auf Vergleichswerte, die mir den Wert so in der Größenordnung 370.000 Euro ausgeworfen hat. Es gab dann ein Institut, leider ihre Hausbank, von der sie wo sie als erstes auch angefragt hätte, die wären auf eine Bewertung von 270.000 Euro gekommen. Und dann gab es noch eine dritte Bewertung von dem Institut, wo sie letztendlich finanziert wurde, die
die Immobilie auf 450.000 Euro bewertet haben. Das schon her. Also sprich, da sind wirklich riesige Unterschiede auch wahrzunehmen und welche Möglichkeiten man letztendlich hat und zu welchen Konditionen, das kommt ja dann auch wieder dazu, hängt wirklich davon ab, wie wertvoll sieht die Bank zum Beispiel meine Liegenschaft, mein Haus. Also Wahnsinn, was da für Unterschiede gibt. Wir haben das ja immer wieder in unseren Videos auch thematisiert. 50 Bankenpartner, die aktuell mit Avados zusammenarbeiten. Barbara, du bist täglich mit den Banken sozusagen für deine Kunden unterwegs. Du weißt, was aktuell bei der einen Bank los ist, was mit der anderen Bank los ist. Und was ich auch immer ganz toll bei euch finde, ihr bietet diese Gratis-Erstberatung an. Das heißt, was bedeutet gratis Erstberatung, Babsi? Jetzt darfst du nochmal Werbung machen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt Kunden, die ich am Telefon beraten kann, sprich, die mir Anliegen vortragen und denen ich sofort auch mit einem Tipp helfen kann. Und andere wiederum wollen das lieber persönlich machen, entweder online oder bei uns im Büro, um zu besprechen, welches Anliegen sie haben. Und da geht es mir in erster Linie darum, abzuchecken, wo ist der Bedarf, was sind die wichtigen Parameter, um die es geht und wie kann man da bestmöglich weiter tun. Wenn es auch manchmal gegen mein Geschäft ist, kann eben ein Telefonat ergeben, dass von der Hausbank ein adäquates Angebot vorliegt und dann wird man es auch dabei belassen. Also ich möchte wirklich nicht immer dazu drängen, bestehende Kreditefinanzierungen umzuschulden oder zu verändern, wenn das zu viel Kosten verursacht. Das weiß ich, das kann ich auch bestätigen. Die Barbara sagt ganz ehrlich, wenn die Hausbank ein gutes Angebot gelegt hat, dann warum soll man dann wechseln? Ja, also dann hat die Hausbank ja die Aufgaben gut gemacht und man hat dann auch selbst als Kreditnehmer die Bestätigung. Heute, dass der Finanzmakler, die Barbara gesagt hat, von meiner Hausbank, das ist ein gutes Angebot, man ist dort gut aufgehoben. Und das ist natürlich auch schon wieder ein super Gefühl als Kreditnehmer, weil bei der Restlaufzeit möchte man natürlich auch gefühlsmäßig auf der guten Seite sein. Aber gefühlsmäßig. Jetzt, wenn wir uns das jetzt einmal durchdenken, das heißt, wir sind gesetzten Alters, wir besitzen eine Immobilie, ja. Was sind da so konkrete Nutzen oder Verwendungszwecke, die sozusagen in den letzten Monaten bei dir angebrannt sind? Kannst du uns das einmal kurz einbringen? Wer kommt zu dir? Für welchen Kreditzweck? Also in erster Linie natürlich Pensionisten oder ältere Personen, die an ihrem Haus etwas verändern wollen. Die meisten haben ihre Liegenschaft ja schon viele Jahre, viele Jahrzehnte und die ist nicht mehr am neuesten Stand. Die Energiekosten, die derzeit explodieren und die monatlichen Ausgaben, das spüren die Pensionisten zum Teil besonders, bedeuten, dass es einfach oft sinnvoll wäre, etwas in diese Richtung zu unternehmen. Eine Dämmung der Fassade, ein neues Dach, neue Fenster, eine Photovoltaikanlage. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie man energieeffizienter seine Immobilie auch nutzen kann. Das heißt, das sind Maßnahmen, die verbessern das Objekt in der Regel, also sprich selbst für die nächste Generation, die eventuell diese Immobilie mal selbst nutzen möchte oder selbst wenn sie es verkauft, sind einfach all diese Verbesserungen von großem Wert. Und natürlich auch für denjenigen, der jetzt noch 10, 20, 25, 30 Jahre diese Immobilie bewohnt. Und daher ist das natürlich einer der größten Punkte oder wo am meisten angefragt wird, natürlich auch der, an den man am ersten denkt. Na klar, das heißt, man hübscht sozusagen seine Immobilie auf, also man sichert sozusagen den Werterhalt, die Bausubstanz oder wie auch immer und gleichzeitig kann man natürlich damit auch laufende Kosten wie Energie etc. sparen. Also das macht natürlich am meisten Sinn. Da sind den Projekten eigentlich überhaupt keine Grenzen gesetzt. Thermische Sanierung, neue Fenster, neues Dach, Wärmepumpe, Photovoltaik, also alles Mögliche. Barrierefreies Wohnen. Genau, auch wesentlich. Ja. Also wichtig ist, dass man hier schon konkrete Vorstellungen hat, ja, und vielleicht auch schon einen Kostenvoranschlag, sodass man ungefähr weiß, okay, geht es um 75.000, 100.000, 125.000 Euro, die man sich sozusagen bei einer Bank ansuchen muss, ne? Und dann zu dir zum gratis Erstgespräch. Gut, das heißt, wir haben das wäre so der erste Verwendungszweck. Kannst du uns noch weitere nennen? Ja, ein weiterer Verwendungszweck wäre, wenn ich meine Kinder oder Enkelkinder unterstützen möchte. Mhm. Es gibt ja genügend junge Leute, die ihre Wohnsituation verbessern wollen, vor allem wenn dann zum Beispiel die
Kinder, Enkelkinder kommen oder halt einfach Nachwuchs in der Familie da ist, dann wird die Wohnung zu klein, dann wünscht man sich die Möglichkeit, einen Garten zu haben. Und den Großeltern geht es dann oft so, dass sie das sehr wohl gerne unterstützen möchten, aber wenn jetzt die finanziellen Reserven nicht in Form eines Sparbuchs oder anderen flüssigen Mitteln vorhanden sind, dann wissen sie zwar, ich sitze auf einer Immobilie, die viel wert ist, aber um ehrlich zu sein, die möchte ich ja deswegen jetzt nicht verkaufen, damit die jüngere Generation sich etwas kaufen kann. Und so kann ich beide Verwendungszwecke verbinden. Das heißt, die ältere Generation kann in ihrem Haus bleiben und darf dort den Lebensabend genießen oder solange es einfach für sie dort so passt und hat aber die Möglichkeit, den Wert, den sie geschaffen haben, zu einem gewissen Grad zu belehnen, sprich einen Kredit aufzunehmen und den dann zurückzubezahlen oder wie auch immer man sich das dann innerfamiliär ausmachen möchte. Also sprich, die Kinder dann mit Eigenmitteln zu unterstützen, die aus deinem eigenen Familienumfeld kommen. Also das macht ja auf jeden Fall Sinn, ja. Ja. Also wenn ich jetzt Großelternteil bin oder für die Enkel oder für die eigenen Kinder, ja, und ich habe möglicherweise jetzt nur 30.000 Euro an Liquidität auf dem Sparbuch, das Kind braucht aber zum Bauen wegen neuen Eigenkapitalvorschriften oder vielleicht dann auch im Anschluss sozusagen für die Einrichtung, für es braucht ja, wenn jetzt jemand baut oder sich neu einrichtet oder die Wohnung. Viel an Cash natürlich, ja, und da ist das aus meiner Sicht einer der wesentlichsten Verwendungszweck für so eine Ding, ne? Ich mache einen immateriellen Sachwert wie Immobilie einfach zu Liquidität, die ich dann sozusagen bequem weitergeben kann. Und auch schon mit dem Hinblick, glaube ich, dass natürlich die eigenen Kinder irgendwann die Immobilie ja auch erben werden. Das heißt, man geht quasi mit der Liquidität, mit dem Geldbetrag vorne weg. Das finde ich extrem interessant. Und du hast dann noch einen Verwendungszweck, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, ein Verwendungszweck, der mir auch in den letzten Wochen öfter untergekommen ist, ist der Ablauf von Fremdwährungskrediten. Es war ja in den vergangenen Jahren, also das heißt so bis 2008, in den 90ern beginnend, sehr modern und sehr ja, üblich, Fremdwährungskredite in Anspruch zu nehmen. Wir wollen uns zu dem Thema jetzt gar nicht weiter auslassen, vielleicht ein anderes Mal. Aber Tatsache ist, dass es jetzt auslaufende Kredite gibt, die im Hintergrund oft Versicherungen haben, die am Ende der Laufzeit den Kredit abdecken sollen. Einerseits hat sich die Währung nicht so entwickelt, sprich die Kreditsumme ist eine höhere als ursprünglich in Anspruch genommen und der Tilgungsträger, die Versicherung meistens, hat sich auch nicht so entwickelt, wie man erwartet hat und da gibt es wirklich Tilgungslücken, nennt man das dann von 100.000, 200.000 Euro habe ich alles schon gesehen. Ja, sprich, wo während der letzten 10, 20 Jahre nichts unternommen wurde, um hier am Ende der Laufzeit nicht vor dem Dilemma zu stehen, dass man eigentlich in etwa denselben Kredit nochmal offen hat, den man vor 20 Jahren schon aufgenommen hat. Das ist eine bittere Geschichte. Nichtsdestotrotz bin ich immer der Meinung, es hat keinen Sinn, darüber zu schimpfen, sich lang auszulassen oder zu ärgern, sondern in Wahrheit muss man sich überlegen, wie gehe ich damit um und wie kann ich dieses Thema lösen, so dass es nicht zum großen Problem in den nächsten Jahren kommt. Und da kann oft ein Ansatz sein, noch einmal eine langfristige Finanzierung aufzunehmen, vielleicht wenn erforderlich oder Sanierungsmaßnahmen anstehen, die gleich mitzunehmen und mit zu berücksichtigen. Und ich habe eine Rate, die ich mir jetzt schon gut leisten kann oder die ich mir zukünftig in der Pension gut leisten kann, dass man das einfach so auslegt, dass das nie zu Liquiditätsschwierigkeiten führt. So hat man die Möglichkeit, den Kredit doch noch zu einem guten Teil zurückzuführen, was in der Vergangenheit nicht passiert ist. Und vielleicht kann ich damit eben gleich einen anderen Verwendungszweck auch verbinden, so dass die Liegenschaft ihren Wert behält, beziehungsweise der Wert vielleicht sogar auch noch gesteigert wird, indem ich mir überlege, welche Maßnahmen in den nächsten Jahren anfallen. Das heißt, drei konkrete Verwendungszwecke, für was sozusagen auch gesetzlich jetzt der Rahmen geschaffen wurde. Ich denke, extrem spannend. Ich glaube, da ist für jeden etwas dabei, wenn man sozusagen über diese Verwendungszwecke mal kurz nachdenkt, ja. Und lasst euch hier wirklich bei der Gratis-Erstberatung von der Barbara mitnehmen. Aber ein Thema haben wir noch offen, liebe Barbara. Wie schaut es denn aus mit den Konditionen jetzt bei den sogenannten Pensionisten, wenn sie sozusagen ihren Kreditwunsch haben, wenn sie zu dir kommen, wenn sie ein konkretes Projekt umsetzen wollen?
Mit was kann man da rechnen? Wie schaut das derzeit aus? Werden die vielleicht nur mit 10.000 Euro abgespeist oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also Konditionen, wenn es um die Finanzierungshöhe geht, haben wir eh schon vorher angemerkt, also das kann von bis sein. Sprich, wenn eine Bank ein Haus mit 500.000 Euro bewertet, dann kann ich bis zu 80% davon im Grunde in Form einer Finanzierung bekommen, wenn ich das richtige Institut kontaktiere. Wenn es um die Konditionen im Sinne von Zinssatz geht, dann darf man sich das so vorstellen, dass es natürlich als erste Variante die klassische gibt, sprich die eines Immobilienkredits. Da sind dann, wenn die Laufzeit entsprechend passt, eben auch die älteren Personengruppen überhaupt nicht benachteiligt. Im Gegenteil, dadurch, dass der Wert der Liegenschaft in den meisten Fällen ja als sehr positiv gesehen wird und nicht belastet ist, bekommen die da wirklich die Bestkonditionen, die es am Markt gibt, sprich eine klassische Immobilienfinanzierung, lange Laufzeit, relativ günstiger Zinssatz. Als zweite Möglichkeit anzuführen ist, es gibt auch Varianten, die ebenfalls von Banken angeboten werden. Da ist momentan die Auswahl der Banken sehr gering. Also gibt es nur wenige Institute, die sich da in die Richtung schon vorgetastet haben. Und das wäre, dass man eine Finanzierung bis auf Weiteres aufnehmen kann. Sprich, ich sage heute, ich habe einen bestimmten Bedarf, und den kann ich dann bis auf Weiteres bedienen. Es gibt fixierte Konditionen, eventuell einen Fixzinssatz, vielleicht auch einen Variablen, je nachdem, was man bevorzugt. Und tilgt einmal nur die Zinsen. Sprich, der Kreditbetrag bleibt offen oder auch nicht. Das entscheidet dann der Kreditnehmer, wie er das lieber haben möchte. Es gibt dann die, die sagen, na, ich möchte, dass meine Erben letztendlich da wenig, wenn überhaupt, an Schulden übernehmen wollen. Die werden dann auch Tilgungen einbringen. Aber es gibt auch andere, die sagen, ich habe eigentlich niemanden, der erbt, oder meine Kinder haben alle schon Häuser, oder ich habe ihnen schon zu Lebzeiten Geld zur Verfügung gestellt, dass sie sich ihre Wohnsituation leisten können heute. Und denen ist das dann vielleicht nicht so wichtig. Und die können auch einfach nur die Zinsen bedienen, solange das für sie so passt, und spätestens dann quasi mit Abwerben oder Verkauf der Immobilie würde dann der Kredit getilgt werden. Das heißt, wenn ich dir jetzt richtig verstanden habe, ich habe eine Immobilie als Sachwert. Diese Immobilie kann ich entweder einsetzen zu einem Kredit, der Tilgung und Zinsen beinhaltet, ja, oder ich kann diese Sicherheit auch einsetzen, mir Geld zu leihen, ja, und bediene sozusagen einmal nur die Zinsen, ohne auf das geliehene Geld zurückzuzahlen und verschiebe sozusagen diesen Zeitpunkt Nach beliebig in hinten. die Zukunft. Genau. Also man darf ja nicht vergessen, zum Beispiel, heute ein 70-Jähriger hat vielleicht einen 90-jährigen Vater, der noch lebt. Er weiß, ich bekomme von dem irgendwann einmal ein Haus, 17 Sparbücher, ein Auto, was auch immer da an Vermögen vorhanden ist. Das kann sein in 3 Jahren, das kann sein in 5 Jahren, in 10 Jahren, vielleicht sogar in 15 Jahren. Aber irgendwann ist es halt dann Schluss. Sprich, jetzt mit 70 bin ich vielleicht noch fidel und unternehmungslustig oder bin noch motiviert, mein Haus umbauen zu lassen oder was auch immer. Warum soll ich warten, bis die Generation davor ablebt? Im Grunde kann ich das mit meiner eigenen Immobilie, die ich mir geschaffen habe, könnte ich diese belehnen, einmal nur die Zinsen bezahlen. Und wenn es dann zum Erbe kommt, decke ich das dann auf einmal damit ab. Also es heißt ja nicht immer zwingend, dass dieser Kredit dann immer offen bleiben muss oder letztendlich dann aus dem Verkauf oder dem eigenen Ableben dann zurückbezahlt wird. Es kann einfach auch sein, dass ich Geld erwarte. Ja, da muss man ja ein bisschen umdenken, auch bei uns in Österreich. Wir kennen ja die Kreditform, dass ich als Kreditnehmer das auch zurückzahle, jetzt seit, ich würde jetzt sagen, 50 Jahren. In anderen Ländern in der Schweiz ist dieser Generationenkredit, also dass man den Kredit sozusagen eigentlich an den Erben weitergibt, ja, eigentlich was ganz was Normales und Übliches, was man schon bei der Kreditaufnahme auch thematisiert und dann auch vertraglich festsetzt. Also ich glaube, da wird sicherlich noch einiges in Österreich sozusagen zu diesem Thema kommen. Deswegen freut es mich immer, mit dir diese Themen jetzt ganz brandneu hier im Video auch zu thematisieren. Und als letztes habe ich dann noch ein interessantes Thema, das ganze Thema der Immobilienverrentung. Ja, also das habe ich ja aufgeschnappt jetzt auch, weil ja einiges auch in der Werbung jetzt draußen ist. Kannst du uns diese Thematik einmal kurz nur beschreiben und vielleicht auch kurz darlegen? Ihr macht ja solche Sachen auch, schaut sich das auch an und ihr habt ja auch einen interessanten Partner dafür.
Also es gibt die Möglichkeit, dass ich zu Lebzeiten meine Immobilie teilverkaufe. Das heißt, da kommt jemand, stellt den Wert meiner Immobilie fest und sagt dann, okay, ich würde dir bis zu 50% deiner Immobilie abkaufen. Was hat das zur Konsequenz? Das heißt, es gehört jetzt nicht mehr das ganze Haus mir, wenn man so will. Jedoch hat derjenige, der den Teil der Immobilie ankauft, nicht das Interesse, da drinnen zu wohnen oder womöglich jemanden zu schicken, der drin wohnen kann oder sich da sonst irgendwie breit macht. Das heißt, gleichzeitig räumen sie demjenigen ein Fruchtgenussrecht ein, so nennt man das. Das bedeutet, derjenige hat das Recht, die Immobilie weiterhin zu benutzen, nämlich mit allem, was dazugehört, auch die Verpflichtung, natürlich Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Und im Gegenzug bezahlt man eine Gebühr, eine Fruchtgenussgebühr an denjenigen, der einem die Immobilie ja schon teilweise abverkauft hat. Nach 10 Jahren kann man sich das weiter anschauen. Man kann auch zum Beispiel im ersten Moment entscheiden, ich verkaufe mal nur 30% des Werts meiner Immobilie und zu einem späteren Zeitpunkt nochmal 20%, oder der Wert meiner Immobilie ist in 10 Jahren gestiegen und ich kann das Ganze nochmal aufstocken. Also da gibt es quasi ganz viele Möglichkeiten, die man da in Anspruch nehmen kann. Und auch das kann eben ein Weg sein, dass man aus dem, was man schon in der Vergangenheit geschaffen hat, jetzt Liquidität und weitere Möglichkeiten bekommt. Ja, Barbara, eigentlich ein Wahnsinn, was man sozusagen alles für Möglichkeiten hat als Kreditnehmer. Das hat es vor 10 Jahren ja alles noch nicht gegeben. So ein Forderungsmanagement, so ein illiquides Gut wie eine Immobilie als Kredit, was ich da für Möglichkeiten habe. Liebe Leute, wenn ihr daran denkt, Kredite aufzunehmen oder euch umzusehen oder Liquidität für eben diese Verwendungszwecke, bitte nehmt euch einmal Zeit, sprecht mit der Expertin, mit der Barbara. Wie gesagt, kostenloses Erstgespräch. Ich kann das nur immer wieder betonen. Sie hilft, sie kann sich, kennt sich aus, nicht nur mit den Konditionen, mit den verschiedenen Banken. Also eine klare Empfehlung von Rette dein Geld hier für die Barbara. Ich denke, wir bleiben auch auf diesem Thema dran, weil Unbedingt. das wird super, super interessant. Österreich hat ja eine ältere Gesellschaft auch. Es gibt sehr, sehr viele Immobilienbesitzer. Und da ist genau diese Weitergabe, dieses Liquidität für Sanierung etc. Das ist einfach immer ein Thema. Wir bleiben da drauf für euch bei Rette dein Geld. Und es freut mich extrem, Barbara Dichter als Expertin bei uns im Partnerschaftsnetzwerk zu haben. Liebe Barbara, vielen Dank für deine Expertise. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, Matthias. Danke.